Krieg plötzlich zwischen Ukraine und Russland. Es gibt so viele Freundschaften eigentlich zwischen diesen beiden Ländern. Es gibt so viel kulturelles Austausch, Essen, das ähnlich ist, die Sprache ist ähnlich. Und jetzt auf einmal gibt es Krieg. Und vor allem, selbst hier in Deutschland, ist es so, dass gerade Ukrainer mit Russen Konflikte miteinander haben. Warum? Sie lassen sich beeinflussen von der Politik, von politischen Entscheidungen. Und jetzt junge Soldaten stürmen dann in ein Land ein. Es sterben wieder Menschen. Solche Bilder entstehen. Sind die letzten Jahre auch überall auf der Welt entstanden. Kinder, die ohne Eltern aufwachsen müssen. Häuser, die niedergebrannt sind und Menschen, die unglaubliche Probleme haben. Es ist unglaublich interessant, das Ganze so zu beobachten, wie sich das entwickelt. Warum? Geografische Lagen von Ländern, dann Bodenschätze, Macht, Geld, immer mehr und mehr. Und was machen Politiker? Sie möchten immer mehr davon. Das heißt, sie sind im Grunde genommen nicht für die Bürger, die sie gewählt haben, sondern mehr für die verschiedenen Konzerne, ja, wo viele Gelder, wo sie dann auch noch Gelder dann weiter verdienen und immer mehr und mehr davon wollen und diese Gier nicht mehr gedeckt wird. Ja, sie wollen einfach zu viel haben. Und was passiert? Das Gleichgewicht ist gestört, alles geht kaputt. Es war doch so weit weg, ne? Da alle Kriege, die waren so weit weg. Und jetzt auf einmal, oh mein Gott, Ukraine, Russland und jetzt direkt vor der Tür der nächste Krieg. In Jugoslawien hatten wir Krieg. Was ist passiert? Menschen mussten leiden. In Kosovo war Krieg. Was ist passiert? Menschen mussten leiden. Und jetzt das Gleiche in der Ukraine. Und das ist schade. Politik ist einfach scheiße, oder? Ne? Politik, aber auch Menschen allgemein dürfen nicht zu viel Geld und zu viel Macht haben. Weil das sind die zwei Punkte. Wenn das zu viel ist, dann, und es sind die falschen Menschen, die das haben, ja, dann weckt es irgendwas bei denen. Und das, was da geweckt wird, diese Gier nach mehr, mehr, mehr und noch mehr Macht, das ist das, was in der ganzen Welt schiefläuft. So leidet die ganze Menschheit drunter. So wie in Afrika, dass die Menschen dort nicht mal Wasser haben, weil das Wasser dort die Bodenschätze dann irgendwelche Konzerne bekommen, hier in Flaschen abfüllen und hier verkaufen. Also das Gleichgewicht ist total am Ende. Das, was dort passiert, kann morgen hier passieren. Weil jeder fühlt sich ja so sicher in seinem Zuhause. So wie du jetzt. Ne? Du hast ein Handy in der Hand oder Laptop, schaust es an und denkst, du bist sicher. Was dein Umfeld, dein Zuhause. Weißt du das, ob du das morgen auch hast? Ja, wir sind vielleicht manchmal viel zu ruhig. Ja, vielleicht manchmal so viel zu, ach, betrifft mich gerade nicht. Aber dieses Bild, das kann dich morgen genauso betreffen. Deswegen ist es wichtig, manchmal nicht die Klappe zu halten und seine Meinung zu äußern. Politik aktuell einfach überall auf der Welt scheiße. Und ich sag's ehrlich, überall auf der Welt scheiße. Ja, und deswegen, man muss manchmal seine Klappe aufmachen. Zum Beispiel auch dieses Video teilen. Zum Beispiel einen Kommentar drunter schreiben. Schreib einen Kommentar drunter, was du davon denkst, was ich gerade in diesem Video erzählt habe. Und schreib deine Meinung bitte dazu. Würde mich interessieren. Dein Mr. Yasin. Ciao.